Ihr Bruder, Sir. Sherlock, du wirst sofort gebraucht. Hallo, Mycroft. Und wie geht es dir? Diebe haben die Pläne und den Prototyp für einen elektromagnetischen Bombenzünder gestohlen. Nur damit er nicht von England gekauft wird. Man kann dieses Gerät nicht erneut bauen und die Maschine ist so entsetzlich, dass man nur England anvertrauen kann, sie nicht einzusetzen. Du musst wohl von deinen aktuellen Polizeirätseln lassen, mein lieber Sherlock. Und unverzüglich nach Wien reisen. Mycroft, ich werde mich nicht nach deinem Belieben nach Wien aufmachen. Sicherlich haben die österreichischen Behörden... Es wäre naiv zu glauben, dass die Österreicher das Gerät an Großbritannien übergeben würden. Was für ein Glück, Holmes. Das ist genau es das, gibt wonach... wichtigere Dinge zurzeit. Sie sind ein reizender junger Mann. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann wiedersehen, Mr. Elliot. Irgendwann? Warum nicht gleich? Heute. Und für immer. Naja, so reizend sich das auch anhört. Doch im Moment wäre ich lieber mit meinen Gästen allein, wenn Sie gestatten. An einem Abend wie diesen? Aber niemals. Heute Abend führe ich Sie ins feinste und teuerste Restaurant Wiens aus. Mr. Elliot, das ist sehr nett von Ihnen, aber ich könnte unter keinen Umständen zulassen, dass Sie für mich so viel Geld ausgeben. Ich muss ablehnen. Unsinn. Junger Mann, die Dame hat bereits eine Verabredung. Sie ist zu Abend mit mir. Guten Abend. Und wer sind Sie, Sir? Mein Name ist Sherlock Holmes. Und es ist meine besondere Ehre, die reizende Madame Adler heute Abend auszuführen. Ja? Entspannen Sie sich einfach, Madame Adler. Lassen Sie einfach alle Sorgen los. So ein Hokuspokus. Wir können Madame Adler doch nicht einem solchen Schwindel unterziehen. Ich versichere Ihnen, meine Anwendung von Hypnose ist kein Schwindel, Dr. Watson. Scharlatanerie und Schwachsinn. Sie zweifeln an der Existenz des Unterbewusstseins? Das Bewusstsein hinter dem Bewusstsein, wo Ängste und Begierden herrschen? Absurd. Sind Sie sicher, Mr. Böhm, dass Sie nicht lieber unter vier Augen reden wollen? Mathilda ist eine sehr enge Freundin. Sie können alles vor ihr bereden. Also gut. Warum waren Sie zu spät für Ihren Bühnenauftritt bei der tragischen Generalprobe? Ich verpasse nie einen Einsatz. Oh, kommen Sie, Sir. Die ganze Produktion hat Ihre Unpünktlichkeit bezeugt. Keine Ausflüchte, wenn ich bitten darf. Ich kann's nicht sagen, aber ich habe gute Gründe, es nicht sagen zu wollen. Es gibt nie einen guten Grund, die Wahrheit zu verbergen. Auch wenn eine Lady involviert ist? Eine Antwort, die ich schon zu oft gehört habe. Tja, das tut mir leid für Sie. Ich werde Ihren Namen nicht verraten. Mein Onkel kam wieder rein, nachdem er den Botschafter verabschiedet hatte. Ich schätze, er hörte den Tumult und ist wieder nach draußen gegangen. Vom Fenster aus sah ich, wie er die Straße entlang rannte. Ich bin ihm hinterher. Und als ich am Theater ankam... Watson, können Sie nicht etwas... Ja, ruhig, ruhig. Schon gut. Es ist ganz normal, heftige Trauer zu empfinden, wenn man einen geliebten Menschen so plötzlich verliert. Ja, er wurde geliebt. Und er war großherzig. Der großherzigste Mensch. Herein, das ist Captain Milbury. Darf ich Sie kurz sprechen, Sir? Bitte sprechen Sie offen vor, Mr. Holmes und Dr. Watson. Sind Sie sicher, Sir? Sie sind Abgesandter der Regierung Ihrer Majestät, Milbury. Ich fürchte, Sir, dass die Akte mit den ausländischen Agenten aus meinem Tresor gestohlen worden ist. Das gibt's doch nicht. Und ich habe erfahren, dass Simpson Makepeace heute früh gesehen wurde, wie er alleine mein Büro betrat. Er hat keine Befugnis dazu. Dann muss er mit denen unter einer Decke stecken. Wo, Sir, ist diese Liste, die aus dem Tresor des Militärattachés gestohlen worden ist? Ich habe sie hier, Sir. Aber ich habe sie nicht gestohlen, Mr. Holmes. Ich habe sie nur genommen, um Ihnen zu helfen, den Zünder zu retten. Um mir zu helfen? Ja. Ich habe kombiniert, dass der Dieb des Gerätes es wahrscheinlich einem ausländischen Spion verkaufen will. Und da die meisten Gäste dieser Feier wahrscheinlich zusätzlich zu ihrer normalen Botschaftertätigkeit Spione sind, habe ich vermutet, dass der Dieb versuchen würde, hier einen Käufer zu finden. Darum nahm ich die Liste, um einzuschreiten und den Zünder zu retten. War doch... gar kein so schlechter Gedanke, oder?